So, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Letzten Folge haben wir ja schon gesehen, wie Sebastian uns da so halbwegs, was soll man da sagen, hat uns da halbwegs zur schwarzen Magie gedrängt. Und jetzt werden wir mit ihm mal in der Krypta reden. Mal sehen, was er von uns, ob er uns da irgendwie ein bisschen was erklären kann. Er hat Anne gerettet mit unverzeihlichem Fluch. Darf man natürlich nicht. Naja, gucken wir mal. So. Wo ist er denn? Da ist er. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. So bin ich halt. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Gut. Dann können wir ja uns die nächste Quest vornehmen. Und zwar nehmen wir jetzt mal... Scream Poppy. Die Schlüssel, das machen wir alles mal. Wir können auch gucken, ob wir noch ein paar von den Monden finden. Davon fehlen uns noch 7 Stück. Aber wir machen jetzt erstmal eine besorgte Mutter. Gut, auf die Karte. Eine besorgte Mutter. Können wir direkt uns dahin beamen oder nicht? Direkt davor, würde ich sagen. Dass wir direkt mit denen reden können. Gucken, was Neddy uns sagen will. Wieder mal auf Abenteuertour? Da. Das ist so frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Nazai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Nazai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Ich denke nicht. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Das ist unglaublich. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Vielleicht hat deine Mutter recht. Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa?
Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Das stimmt. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Das war's? Das war meine einfache Quest. Katze hier. Gut. Dann, gucken wir, was wir jetzt noch drauf haben. Dracheneffekte. Könnten wir nochmal machen. Ja. Das ist eine gute Idee. Gucken, ob wir Poppy treffen können. Mit Poppy hatten wir diesen anderen Drachen ja befreit. Sie macht das schon Sinn, da wieder hinzureisen und mit ihr ein bisschen zu schnacken. So. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Ah, sie ist da drin vielleicht. Natürlich ist sie drin. Da ist sie. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Rookwood arbeitet mit Ranrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Okay, verstehen. Gut. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Perfekt. Ein Butterbier. Na gut. So. Gucken wir nochmal auf die Quests. Also wir können auch im Schatten der Mine machen. Das trifft Sebastian im Aussichtspunkt. Das machen wir jetzt einfach mal. Die anderen Sachen, die können wir auch noch machen, müssen wir aber nicht unbedingt jetzt machen. Deswegen. Müssen wir das machen. So. Nein. Gut, dann treffen wir Sebastian nochmal. Mit dem ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sich mit ihm trifft, weil meistens verwickelt er uns immer in gefährliche Sachen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Gucken, was die nochmal verkauft hier. Aber Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke ich vielmals. Ich kann was verkaufen hier auf jeden Fall. Das machen wir jetzt mal. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Behalten wir erstmal.
Halt mehr. Weg. Was soll's? So, kaufen können wir auch nicht so viel. Straßenköterfell, Hauch der Toten, Spinnenbrand. Können wir alles selber Vielen einsammeln. Dank für die großzügige Hilfe. Ja, kein Problem. So, lass mal hinfliegen. Ist gleich da vorne. So. Warten wir, bis Sebastian kommt. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Na? Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Auf jeden Fall. So, das machen wir jetzt. Nach dir. Da vorne sind sie. Geh du voran. Okay, versuchen wir die alle lautlos auszuschalten. Das wird nicht einfach sein. Wir probieren es trotzdem. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Guck mal hier reingehen, mal gucken, was hier unten ist. Wahrscheinlich nichts Besonderes, aber wir gehen trotzdem mal hier rein. Revelio! Ah, mehr ist hier nicht. Ja, die nächsten beiden Talentpunkte gehen auf jeden Fall in diesen Zauberumhang, wollte ich gerade sagen, ins Unsichtbare und dass man auch schneller laufen kann und so. Das ist echt langsam. Ach, jetzt den können wir so ausschalten. Ich verdiene Besseres, als hier Wache zu halten. Dreht er sich auch mal um? Er dreht sich nicht auch jetzt selbst um. Kriegen wir den noch zu packen hier, bevor er jemanden trifft? Ich mach das bestimmt nicht für immer. Petriticus Totalus! Wer ist da? Mehrere Attentäter, wir müssen aber leise sein. Und wo ist der Eingang der Mine? Ist hier. Dann können wir auch hier vorbeischleichen, oder nicht? Müssen wir uns gar nicht um die ganzen Kobolde kümmern. Gehen wir erstmal hier weiter. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. So. Muss ich mir noch vorstellen, dass einfach alles wir so Schüler uns sind, wie ne? so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Dann kommen wir hier auf jeden Fall durchschleichen hier gerade. Zaubern können wir hier nicht. Wir kommen schnell voran. Da liegt eine tote Spinne. Was mache ich hier? Dieser Wachdienst ist sinnlos. Dann gehen wir rein. Das war doch gut. Mussten wir gar nicht alle erledigen? Obwohl natürlich es gut wäre, wenn mein Bodycount gewesen wäre, aber egal. Descendo. Oh, das wollte ich gar nicht. Ganz leise. Jetzt sind wir wohl oder übel drin.
Nein! Mir runtergefallen. Das war ja dumm. Das war ja wirklich dumm. Tut mir leid. Versuch es erneut, natürlich. Aber das war ja richtig dumm. Wie kann man denn da so dumm runterfallen? Na gut. Ich werde leiser ja. sein als ein Job an Null. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatköpfe. Leise wie ein Grab. Wow. Das klingt doch gut. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Oh, wir haben Malkenkraut gefunden hier. Warte mal, ist hier leider noch irgendwo? Revelio. Gerade nicht, dann können wir hier mal ganz kurz einen Feuerzauber machen. Confringo. Confringo. Oh, das Rad brennt auch hier ab. Na komm. Oh, abglitscht. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Wingardium Leviosa. Leviosa. Nur warte mal, bevor wir das einmal hier rumgucken nochmal, ob hier was ist. Alles mal einsammeln, was es gibt. Confringo! Dann lauf die kleinen Spinnchen weg. Okay. Ich glaube, wir müssen da hinten hoch. Okay, dass wir noch Kraut was mitnehmen kann, das kann man gar nicht. Mega Power drin. Da, hoch da. Ah. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Alles mitnehmen, was wir finden. Nichts stehen lassen. So, komm. Still wie ein Riss. Umwerfend. Ich hätte eine Treppe beschwören sollen. Wie still wir gerade waren, oder? Als wir runtergeknallt sind. Okay, wir gehen hier hinten längs. Revelio. Das sind jetzt keine Gegner. So laufen. Komm, trink! Kannst du mal wärmen hier dann? Feuer! Wärmendes Feuer. Okay. Da ist eine Brücke. Die könnte man mit. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Vielleicht mit Reparo machen. Reparo! Immerhin. So ein paar Zauber lohnen sich. Da müssen wir auch längs, aber ich glaube hier hinten war auch noch was. Confringo! Fingerlose Handschuhe, perfekt. So, hier rüber. Hier liegen so ein paar.
Comprendo! Levioso! Grazie! Dipende! Dipende! Sehr gut, sehr gut. Ach, du bist widerlich. War alles einsammeln. Okay, sind den Leuten ist auf jeden Fall was passiert hier. Komm, trink! Scheint nicht so viel. Wir werden schnell mit ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Halt. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Oh, warte. Lumos. Confringo. Nieselstatue. Lumos. Ach komm, da könnten wir auch durch. Oh, da ist ja was. Silberne Vieraugenbrille, okay. Ich hab nur Befehle. Gefehl. Ganz kurz hier gucken, ob wir da was sehen können. Nee, und da? Hier sind also richtig viele. Naja, viele nicht, aber ein paar Kobolde sind da. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Bevor wir kämpfen, versuchen wir die einfach mal nach und nach irgendwie auszuschalten, wenn das geht. Das wäre doch ein Highlight, wenn das funktionieren würde. Ein lästiger Mensch. Okay, geht nicht. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. Das stimmt. Confringo! Das mitnehmen, was man so finden kann. Gut. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Ja, es gibt ja verschiedene Wege hier, oder? Komm, Fringo! Akio! Vingadium Leviosa!
Warte. Akir, Ingarium Liliosa. Moment. Was packen wir hier hin? Jetzt habe ich noch was hier den Kram ein. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Liliosa finden. Hier hoch. Konfringo! Ah, warte, da muss noch einer sein irgendwo. Da drüben, okay. Achtung! Den als erstes. Dann den. Und dann den. Das war unerwartet. Naja. Für dich, für mich nicht. Hui! Dann gehen wir hier rein. Wenn die Treppen, muss ich mal rutschen hier. Oh, hier. Wie von einer regnerischen Schleife weit kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann dies nur in seinen Augen erinnern. Leer. Tja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspüre, als das Schmerz wegging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Da ist ein schwarzer Magie. Rebellion. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Kann da auf jeden Fall irgendwie rein, aber wie? Die Pendel. Lazio! Confringo! Ich weiß nicht mehr, was man. Bombarda! Descendo! Levioso! Akio! Levioso! Bombarda! Da kommen wir nicht einfach rein, da brauchen wir die Dingsmagie für. Revelio! Aber. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Also es muss doch einen Weg rein. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Ah, okay. Das war jetzt ein bisschen billig. Der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Da. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Cool. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Oh nein, wo ist das bloß? Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht.
Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Ist er gerade am Durchdrehen gewesen? Muss er ja selbst wissen. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Cool. Na, kommt da noch was? Ein Brief? Ich hoffe, Professor Fitzgerald weiß jetzt Bescheid. Da. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.